Kerem ist ja mein Trainingspartner. Ich weiß ja, wie er drauf ist. 100% Team Kerem. Ich glaube nicht, dass es so leicht sein wird, den Kerem runterzuholen. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns gerade in Frankfurt und machen uns jetzt noch auf dem Weg nach Düsseldorf zum Titelkampf von Kerem Engizek. Es sind gerade Feiertage, da dachten wir uns, schauen wir uns den Kampf mal live an. Deswegen nehmen wir euch schon mal mit, einen auf Vlog, und mal schauen, was der Tag noch bringt. Auf geht's. So, Hamza, wie ist deine Prognose für den Kampf? Was glaubst du? Richtig Moderation. Also ich muss sagen, ich verfolge den Kerem ja auch schon so ein bisschen. Ich denke mal, das wird auf keinen Fall über die Runden gehen. Wobei ich sagen muss, dass der Gegner auch schon sehr, sehr stark ist. Also meiner Prognose nach wird das in der zweiten Runde eventuell enden. Ja, Submission denke ich eher nicht. Ich denke eher, das wird ein Knockout. Was denkst du? Ich bin derselben Meinung. Der Herr Engizek wird den guten Brasilianer in der zweiten Runde schlafen legen. Wir drücken ihm die Daumen. Ja, Freunde, und wir fahren jetzt Richtung Düsseldorf. Sind jetzt auch schon ein bisschen früher losgefahren, weil wir wollten noch ein bisschen was vom Tag haben. Also viel können wir ja nicht machen, weil wir alle drei am Fasten sind. Das heißt, Kaffee trinken fällt aus, Restaurantbesuche fallen aus. Aber ich denke, wir werden da schon einen schönen Spot finden, ein paar Fotos machen, ein bisschen chillen, ein bisschen spazieren. So die Zeit vertreiben, und dann abends freuen wir uns auf ein Event. Ja, Freunde, wir haben jetzt noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Wir sind hier in Köln bei der Zentralmoschee. Es ist Ramadan, deswegen versuchen wir auch, unsere Gebete rechtzeitig zu beten. Wir haben jetzt kurz einen Zwischenstopp gemacht, und nach dem Gebet geht es dann weiter Richtung Düsseldorf. Wir sind jetzt auf der Königsallee, verbringen hier ein bisschen Zeit. Wie müssen wir die Zeit überbrücken? Ich meine, wie vorhin gesagt, wir können jetzt leider nichts essen oder trinken. Hier sind tausende Cafés, wir können keinen Café besuchen. Deswegen sind wir ein paar Fotos am machen, ein bisschen am rumlaufen, ein bisschen spazieren, Wetter genießen. Wetter ist überraschend gut, muss ich sagen. Mal schauen, wenn sich noch irgendwas ergibt, werden wir die Kamera nochmal einschalten. Ansonsten sehen wir uns dann später in der Halle. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Wir haben gerade halbe Stunde vor Einlass, und die Reihe geht bis zum geht nicht mehr. Ja, also die Halle wird wahrscheinlich gut gefüllt sein. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt aus dem Nichts jetzt mein T-Shirt gewechselt habe, das liegt daran, dass wir jetzt eigentlich auch ein schönes Wetter haben, und wir sind ja auch viel spaziert. Ich habe dann halt angefangen zu schwitzen und so weiter. Ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich in ein T-Shirt geschwitzt habe und dann weiter darin chille und so weiter. Deswegen sind wir rumgelaufen, haben uns ein, zwei Sachen geholt, und dann habe ich das neue T-Shirt jetzt einfach angezogen. Ja, das wird jetzt ein spannender Abend, und wir sehen uns wieder drinnen. Also Leute, es ist gerade Pause. Ich bin hier mit jemandem, den ich glaube ich nicht mehr vorstellen muss in dieser Branche. Christian Eckerlin, danke nochmal für deine Zeit. Und ja, was denkst du denn, wie wird der Kampf heute ausgehen? Kerem ist ja mein Trainingspartner. Ich weiß ja, wie er drauf ist, und von daher, ich denke, wird zweite Runde KO oder irgendwie. Zweite Runde, genau wie meine Prognose vorhin im Auto. KO oder Submission oder? Ich glaube TKO, also TKO. Mit Ground and Pound und dann. Alles klar. Ja, dann sind wir gespannt. Ja, schauen wir mal weiter. Was geht, Freunde? Nach Eckerlin haben wir hier den Herr. Also Freunde, wir sind jetzt immer noch in der Pause. Zum zweiten Mal, zum Mikrofon zweiten Mal, ist gerade ja, ausgegangen. Leider war mein Akku leer. Aber okay, ja. Das war zum zweiten Mal die Frage, wie ist deine Prognose? Was denkst du, wie der Kampf ausgehen wird? Meine Prognose 100% Team Kerem. Der Gegner, habe ich schon vorhin gesagt, ist ein starker Typ. 14-5 Statistik, erfahrener Fighter, Brasilianer, Kämpferherz haben die immer. Aber
Nichtsdestotrotz 100% die Taschentücher 100%. Platziert auf Kerim. Knockout in der zweiten Runde, habe ich gesagt. Wir sind alle Team Kerim. Zweite Knockout. Runde, haben wir alle gesagt. Also Kerim war ja immer Stand-Up-Fighter, aber der hat in der letzten Zeit seinen Bodenkampf extrem verbessert. Ich glaube nicht, dass es so leicht sein wird, den Kerim runterzuholen. Und dann muss er auch erstmal an den Händen und an den Kicks von Kerim vorbeikommen, bevor er da in den Boden kommen kann. Richtig. Also, ihr habt es gehört, zweite Runde. Mal sehen, wie das Resultat ist. Leute, letzter Kampf vor dem Titelkampf. Unnormal heftig. Unnormal. Ja, bei einem Kämpfer ist jetzt gerade ein Cut aufgegangen. Das ist natürlich Kampfsport, kann immer passieren, vor allem bei Ground and Pound, bei Ellbogenschlägen. Ist gar nicht mal so unüblich. Freunde, der Kampf ist jetzt vorbei. Ich bin hier mit Islam Dolatov. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Kampf. Danke. War ein sehr, sehr geiler Kampf, geiles Submission. Und ja, ich würde gerne von dir wissen, was du von dem Kampf hältst, wie du den Kampf fandest. Also der Edmund, Christian und ich haben erwartet in der zweiten Runde. War ja auch knapp in der zweiten Runde, aber so ist natürlich auch besser. Also um ehrlich zu sein, direkt, ich habe das schon vornherein gewusst, dass er in den ersten Runde ausmachen wird. Ich war nur noch nicht klar, ob es ein TKO wird oder ob es ein KO wird, aber ich wusste, der Kerl war heute so gut in Form, das war für mich ganz klar, dass der Kampf in der ersten Runde zu Ende geht. Ich habe das auch mehrmals erwähnt. Ich meinte, ey, zur Ringpause, ein bisschen gar nicht erst raus, weil die Jungs haben manchmal in der Pause, also in der Kabine gesagt, ey, wenn wir Ringpause haben, dann so und so. Ich meinte, ey, so weit kommt es gar nicht. Der wird dann eh in der ersten Runde ausmachen. Von daher, also, bloß hat sich bestätigt, Leute. Das war finde ich, Alhamdulillah, es geht weiter. Alhamdulillah. Also, Leute, ihr habt es gehört. Damit beende ich auch das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Abonniert den Jungen, folgt dem, gebt Supporter, ihr wisst Bescheid. Alles klar. Peace out. Bis dann.